Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Wir befinden uns hier am Abend. Er hat, glaube ich, gerade Feierabend. Lassen wir das Ganze mal weiterlaufen, dann kann er erstmal was essen. Steht hier noch gutes Essen? Nee, gut, ist alles weggegammelt. Denn, mein Freund, räum erstmal kurz auf, leg die Bücher weg, weglegen. Und dann will ich gleich mal gucken. Ihr habt mir ja viele gute Sachen geschrieben. Erstens mit hier, man kann an der Etage oben raufbauen, dann muss ich mal gucken. Nein, Annette Löhrath, die will ich hier nicht. Dass ich hier irgendwo eine Treppe hinkriege, damit ich noch eine Etage oben raufbauen kann. Damit wir endlich mal in ein Kinderzimmer kommen. Und ich möchte auch mal gucken wegen... Erstens habt ihr geschrieben, dass hier, wenn man den Herd verschiebt, kriegt man den Fleck da sauber. Da werde ich gleich auch mal gucken. Eine Etage soll nach oben rauf. Und das Essen, das kann man in den Kühlschrank legen, damit es nicht so schnell vergammelt. Wieso bist du jetzt verspielt, mein Freund, beim Aufräumen? Geht's dir gut oder was? So, was macht sie denn den ganzen Tag, wenn ich mal so fragen darf? Sie muss sie überhaupt arbeiten? Sie könnte sogar befördert werden. Naja, sie muss erst am nächsten Tag zur Arbeit. Gut. Sie will sich einen Kaffee kochen. Ihr geht's aber auch soweit ganz gut, wie es aussieht. Jo. Dann kümmere ich mich erstmal um ihn. Ja, der macht die sauber. Wenn sie stinkt, dann macht sie sauber. Er räumt hier erstmal auf. Echt, sie beschwert sich und geht woanders hin? Na, was sonst? So, mein Freund, dann darfst du erstmal das Abendessen servieren. Wir essen schön Chili. Sehr schön, wer ist dort? Da, meine Liebe, kümmerst du dich mal drum? Hier? Im Rein bitte. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber gute Nachbarn wollen wir noch immer haben, ne? So, lass ich ihn erstmal schön essen kochen. Was? Wofür hat sie jetzt Geld bezahlt? Mädel, Weihnachten ist vorbei. Ansonsten geht's dir gut, oder was? Was rennst du denn jetzt hier draußen rum? Willst du jetzt Mixen üben, oder? Sie will's da hinstellen. Sie hat noch ihr Weihnachtsoutfit an. Naja, gut, das muss ich, glaube ich, noch mal ändern. Am Kloi der Schrank. Er ist ja eben mit Kochen beschäftigt. So, warte mal. Outfits ändern, da gehen wir mal kurz hin. Sie soll ja wieder ihre normalen Winterklamotten tragen. Weihnachten ist vorbei. Der Geist von Ruhana schwindet. Sehr schön. Und dann wollte ich trotzdem noch was gucken, was ihr geschrieben habt. Sim bearbeiten. Man kann da den Nachnamen ändern? Da müsste ich erstmal kurz gucken. Weil sie hatte ja nicht den Nachnamen angenommen. Summer Holiday. Ja, Holiday heißt sie. Aber sie soll ja meinen Nachnamen tragen. Weil verheiratet sind die beiden ja schon. So. Das nimmt er jetzt so an. Ich hoffe es mal. An der Kleidung will ich jetzt gar nichts ändern. Dann gucken wir doch mal, ob es jetzt geklappt hat. Adelbert Nors und Summer Nors. Jo, jetzt passt das doch. Sehr schön. Er köchelt vor sich hin. Sie kann eigentlich machen, was sie will. Ich weiß gar nicht, wo Ruanda ist. Soll der Geist entschwinden? Sie unterhält sich da schön. Wer ist er? Junge, sag mal. Oh, rotz ins Essen. Ist ja widerlich. Wer ist er denn? Ja, keine Ahnung. Bitten herein. Hereinbitten. Keine Ahnung, was hier für Herrschaften ankommen. Er ist noch am Köcheln. Bitte nichts im Brand. Die Küche sieht aus, ne? Machen wir gleich alles. Ich will nur warten, bis er fertig ist mit Kochen. Schön lecker Chili. Er muss das essen. Und zwar dringend. Ja, ich weiß, dass die Küche stinkt. Immer mit der Ruhe. Ja, gut, das hat ja mal ohne Feuer geklappt. Ja, die Mixer meiner Basis. Soll sie? Gut, er ist zum Essen rufen. Moment. Entschuldigung. Oh, es tut mir leid. Der schaufelt Schnee bei mir im Garten. Naja, solche Nachbarn hat man auch gerne, ne? Die für einen Schnee schaufeln? Wer hat das nicht gerne? Es tut mir leid wegen dem Nieser eben. Der Tisch ist wieder frei. Den esst du mal. Nach dem Essen, mein Freund, gehst du aufs Örtchen. Muss sein. Und danach kannst du auch noch mal kurz duschen gehen. Aber ess erstmal auf. Wieso will er zurück nach Hause? Er ist doch schon zu Hause. So, und sie quatscht mit ihm. Das ist schön. Er geht sein Sozial zumindest hoch. Ihr geht's aber soweit ganz gut. Sie will auffischen. Was will sie denn auffischen? Auffischen. Man, hier liegen Schneeklumpen rum. Aber was willst du auffischen, meine Liebe? Da muss ich... Ihh, wer hat denn dahin gestrullert? Alter, diese Rose kommt auch schon wieder. Das ist schlimm. Die kommt hier pausenlos.
Pausenlos. Was will die hier bloß ständig? Hier, nicht hier, nach Hause schicken, bitte. Das geht so nicht. Man will das schon wieder essen? Ah, jetzt kommen die alle zum Essen, okay. Yo. Jetzt kommen sie alle zum Essen. Das hättest du auch von Anfang an machen können, Junge. Und den Rest werden wir dann ja mal im Kühlschrank stellen, ne? Noch viel übrig? Jo. Zumindest futtern sich die Nachbarn bei mir durch. Gut, er wird schon duschen und Klo gehen, sobald hier alles fertig ist. Dann kriegen sie zumindest alle mal was zu essen. Zu Hause kriegen die ja wahrscheinlich nichts. So, bis fertig mit erstmal freundlich, hoffe es doch mal. Jo. Dann gib bitte unter die Dusche. Er steht draußen und isst. Naja, warum nicht? Warum nicht? Wenn schmeckt. So, ja, jetzt geht er aufs Klo. Sehr schön. Wie ein Schämpchen pieseln oder was? Jo. Sehr schön. Dann will ich jetzt mal gucken. Das bei ihr hat geklappt. Dann gehe ich mal ganz kurz in den Baumodus. Moment. Und zwar will ich den einmal kurz verschieben. Ich will nicht verkaufen, nur kurz wegschieben. Ah, warte mal. Hier steht aber leichte Z. Da kommen sie noch vorbei, oder? Ich hoffe es. Er ist duschen. So, geht das jetzt mit sauber machen? Ne, trotzdem nicht, ne? Boden putzen, doch. Sehr schön. Vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank, ja, es geht. Dann kann sie gleich den Boden putzen. Aber ess erstmal auf Mittel. Und dann kommt der Herd da gleich wieder hin. Die mixt mitten im Schnee an meiner Bar. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Sollst du den Boden putzen? Geht doch. Damit wir hier den Fleck mal wegkriegen. Ja, sie ist dabei. Sehr schön. Muss man echt erst den Herd wegräumen. Alter, stellt euch mal vor, ihr müsst zu Hause erst eure Küchenschränke, euer Herd, alles zur Seite räumen, um das sauber machen zu können. So, denn noch einmal kurz in den Baumodus. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Weiß das gar nicht, ne? Seht das irgendwo? Überkommt erstmal der da wieder hin. Doch, da unten. 12.000. So, und da fällt mir auch was ein. Diese ganzen Karrierebelohnungen hier, die kann man verkaufen, kann man sich ja sowieso jederzeit neu holen, wenn man es will. Küchenwaschbecken Umbra. Was habe ich für eins? Reine Einfachheitwaschbecken. Hygiene 3, Bewertung des Wasserverbrauchs 3, Zuverlässigkeit 3. Okay, und das? 5, 3, 3. Oh, das ist aber besser. Warte mal, dann verkaufe ich das Waschbecken. Tausche das einmal aus gegen dies hier. So deutlich besser, auch wenn es nicht so hübsch ist. Jetzt habe ich hier noch Bürofle, Inseltheke Bürofle. Du bist in deinem Job verfallen und kannst dir aber nicht einfach ein Büro liegen lassen. Stattet deine Küche mit Büroutensilien und nenne Freund- und Helferschild, ein schickes Schild für die Polizeibehörde. Na, hier wie solche Sachen, Polizeistuhl. Kann man verkaufen, sagtet ihr. Jo, das kann man sich jederzeit wiederholen. Oh, hab ich den? Ach, den habe ich mehrmals. Alles klar. Weg damit. Genau wie das Polizeischild. Geholt kriegt man ja jederzeit wieder. Gesetzesbrecher. Achso, das ist so eine Fahndungskarte da. Sicherheitsbarriere. Alles weg damit. Sicherheitskamera. Netter Versuch. Ah, brauche ich auch nicht um. Kann man sich ja alles wiederholen, wenn man es braucht. Das Sim-Siegel für Solidarität und Kraft. Das glänzende Siegel ist ein Symbol für alle Sims, die ihre seltenen Sicherheit von den Frauen und Männern gewährleistet wird, die dem Dienst... Das ist eine Polizeimarke. Kann man es an die Wand hängen? Gott, ist die groß. Passt hier auch nirgends so hin, ehrlich gesagt. Wo sollen die ran? An die Wand? Wahrscheinlich. Ah, nein, nein, wird verkauft. Was ist dort hier? Pfosten der Procht. Also ein Fahnenmast. Hier, Winterpflanzen, die halten wir mal. Zusammengelegte Wäsche, glücklicher Mann. Was? Nix drückt so viel heimische Freude aus wie frisch zusammengelegte Wäsche. Lass ein paar Stapel davon rumliegen, um dich für einen Fleiß zu loben. Echt jetzt? Aber gut. Kann man ja mal machen. Legen wir hier mal so einen Wäschestapel in die Ecke. Ah, passt aber nicht wirklich. Ne, das ist, das versperrt doch das Bett. Das geht so nicht. Hier geht's auch nicht. Hier vielleicht so ein... Echt jetzt? Naja, so kommen sie, glaube ich, noch in den Schrank. So. So, was haben wir denn hier noch? Herbstpflanzen, Sommerpflanzen, die Pflanzen würde ich gerne mal behalten. Das ist die alte Gaffelmaschine. Die kommt auch weg. Das Arbeitsplatte Bürofleer, die kommt weg. Habe ich auch mehrere von. Bekommen wir zumindest mal ein bisschen Kohle. Handtuchhalter, moderne Zelle, weg damit. Metallregal klotzen statt kleckern, das kann weg.
Dann haben wir hier noch Real Lulimen. Ja, das Zellenklo auf jeden Fall auch kalter Stahl. Dann haben wir hier noch Stinkmanns Wandbank, die können weg. Irgendein Spiegel, spiegelharte Zeiten, weg. Oh Gott, das gibt richtig Schotter. Der einsame Schläfer, ja, so ein Zellenbett. Und die Gittertür natürlich auch. Man kann sich ja alles, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem Baumenü wiederholen, falls man das irgendwann mal braucht. So, da habe ich erstens das Inventar mal wieder aufgeräumt und wir haben ein bisschen mehr Geld. So, und ich möchte halt sehr gerne irgendwie ein Stockwerk oben drauf haben. Das Problem ist, bevor ich das mache, brauche ich erstmal eine Treppe. Und das wird eng hier. Ich würde mich oben gerne ein richtiges Wohnzimmer machen. Die Küche soll hier unten bleiben. Bloß ein bisschen vergrößern vielleicht. Ich will mir überlegen, wenn ich hier eine Wand ziehe, das hier dann komplett als Küchenbereich mache. Und hier hinter dann nachher andere Zimmer. Müsste doch gehen, oder? Mal den Tisch schiebe ich erst einmal kurz dahin. Dann mache ich mal kurz die Wände an. Ah, na, so sehe ich es nicht, ne? Ich muss die Wände schon ganz anmachen. Ob das geht? Ah, das ist natürlich... Okay, ich hätte schon gerne gerade gehabt, ehrlich gesagt, aber... Ah, warte mal. Wo ging das denn nochmal mit dem Bauen? Der Bauen. Wände? Oh, hier kann man Wände ziehen, ne? Ich das hier so durchziehe. Wieso? Geht gut, ne? Oder? Gut, den ist hier zwar so in der Ecke, aber ist nicht schlimm. Der wird das hier vorne komplett die Küche. Wird gleich noch gestrichen. Da muss aber auf jeden Fall eine Tür rein. Bloß Türen haben wir ja auch nicht wirklich, ne? Das ist nur die eine Haustür. Ich würde wünschen, gerne die gleichen Türen, die ich schon im Haus habe. Diese weißen, die sehen doch nicht schlecht aus. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, die Türen zu kopieren? Hier oben, ne? Pipette. Ja. Die hätte ich doch schon gerne hier drin. Kriege ich sie mittig hin? Ja, das passt schon mal. Denn kriege ich die Wand kopiert? Jo. Das passt auch schon mal. Obwohl ich die Küche später eh noch anders streiche. Aber jetzt geht's erstmal so. Dann kann man hier nämlich so eine kleine Sitzecke reinmachen. Hier würde ich dann gerne einmal kurz die Wand kopieren, wenn es geht. So. Dann haben wir den Bereich hier schon mal abgesperrt. Ich glaube, ich lasse das hier vorne als kleinen Flur. Oder als offenes Schlafzimmer. Wo man direkt ins Klo kommt. Und ins Büro. Ja, das wird aber auch gehen. Aber dann ist immer noch die Frage, wo kommt die Treppe hin? Habe ich hier die große Küche? Bin auch überlegen, das ist halt ein bisschen eng, ob ich das Klo mit nach oben baue. Ja, das Büro muss, glaube ich, auch nicht so groß, ne? Warte mal. Ah, das passt sonst nicht mit der Tür. Ah, das passt sonst nicht mit der Tür. Ne, das Büro muss schon so groß. Aber irgendwie, das Schlafzimmer muss aber nicht so groß. Mein Kamin und so, den wollte ich ja schon gerne über den Winter halten. Das Problem ist echt die Treppe. Warte mal, ich nehme mal kurz die Wände weg. So. Ich brauche das Händchen. Wo ist es? Wählen? Das? Das Wohnzimmer will ich nach oben haben. Den stelle ich erstmal wieder hier hin. Und wenn ich das hier ein bisschen kleiner ziehe, dass man vielleicht von hier aus reinkommt... Mal kurz die Wände anmachen. Diese Tür hier, kann man die versetzen? Nein, ich will nicht den Raum versetzen, ich wollte die Tür, hä? Ein bisschen nach da versetzen. Man sieht das so schlecht, ne? Dann kann ich den Raum noch ein Stückchen kleiner ziehen. Und dann passt hier neben vielleicht eine Treppe. Ist zwar nicht gerade schön, direkt neben der Treppe zu schlafen, aber... Ah, hier wird sie auch hingehen, aber dann kommt man direkt... Geht, ne? Ist halt nur so ein kleines Zimmer. Wenn ich jetzt auf Wände gehe... Und hier neben direkt eine Wand durchziehe. So, wie entferne ich denn Wände? War das mit Steuerung? Doch, war, ne? Ja.
Ihr, denn die Wand nochmal weg. So. Mal kurz gucken, wie das aussieht, wenn die Wände an sind. Dann ist das Büro ein Tickchen kleiner. Ja, das male ich ja gleich noch an. Aber es reicht. Das ist zwar ein kleines Loch. Die Lampe muss dann nochmal ordentlich versetzt werden. Aber man kann die Kamera aber auch nicht nach oben drehen, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Und so zeigt er mir das auch nicht richtig an, ne? Hast zumindest ein kleiner Raum hier. Wird ja gleich noch an. Das reicht fürs Büro, definitiv. Dann müsste hier natürlich die Treppe hin. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie groß die Treppe ist. Treppe. Vor allem, was haben wir hier für Treppen? Einfache Lattentreppe, steinige Stufen, Holztreppe, beleuchteter Treppenaufgang, meisterliches Treppenhaus, Lavatreppe, echt jetzt? Lucina-Treppe, Treppensystem Industrie, stabile Stufen und scheinbares Treppenhaus, Treppenstufen. Da fehlt hier schon was Hübsches im Haus an. Also aus Holz passt ja eigentlich ganz gut. Begehungswürdiges Trepp. Alter, echt jetzt? Wie drehe ich denn das Ganze? Das lässt sich ja jetzt nicht drehen mit dem... Echt jetzt? Treppen so groß? Ist das euer Ernst? Oh Gott. Na, das wird so nix, wie ich das geplant habe. Sind die echt so groß? Sind die alle so groß? Jo. Die sind alle so groß. Na, das wird ja so definitiv nix. Okay, vielleicht von außen oder so, eins nach dem anderen. Auf jeden Fall, das Schlafzimmer würde ja dann rein theoretisch, ich muss mal kurz die Wände anmachen. Ja, das könnte man hier komplett als Schlafzimmer nehmen. Eigentlich. Ist das ein bisschen größer? Nochmal kurz gucken. Ich bräuchte noch einmal hier, da soll natürlich komplett die Wände ran. Wo war das nochmal? Shift, ne? Ja. Dann tapeziere ich das hier komplett, dann ist das hier alles Schlafzimmer. Den Fußboden noch einmal. Das ist nicht so einfach wie gedacht. So. Da ebenfalls. Dass das hier alles derselbe Boden ist. Das Fenster passt so jetzt natürlich nicht mehr. Die Frage ist, sieht das von außen noch gut aus, wenn ich das Fenster jetzt versetze? Das müsste eigentlich so ungefähr. Wie sieht es von außen aus? Ah, geht aber. Da müsste eigentlich auch mal eins hin. Da müsste nochmal Gardinen vor. Das hier passt ja sowieso nicht mehr. Aber der Kamin, wie gesagt, jetzt kann man sowieso mal ein bisschen besser. Das Bett kommt jetzt ein bisschen mittig. Geht nicht? Echt nicht? Ah, so wäre es mittig. Sehr schön. Die Lampe muss natürlich mittig. Ungefähr zumindest. So. Das ist nicht mittig. Das so gerade so aus. So auf Betthöhe ungefähr, ne? Jo. So, dann kopiere ich noch einmal kurz die Gardinen hier. Will ich, wenn schon an beiden Fenstern haben. Ja. Hier soll noch eine hinter. Der Kamin kommt ja später wieder weg. Das ist jetzt nur über den Winter, damit sie heizen können. Und hier müsste eigentlich auch hin. Gut, dann hängt das natürlich halt leicht im Schachtisch, aber den kann man ja umbauen. Gut, dann haben sie hier auch ein bisschen mehr Platz. Das heißt, den stelle ich hier hin. Aber einmal drehen, wenn es geht. Und noch einen zweiten Stuhl. Ja, müsste mit Kopieren gehen, ne? Hier rüber. Die Musik, die hat was. Passt? Passt. Sehr schön. Gut, dann haben sie hier ein bisschen mehr Platz und kommen hier immer noch vorbei. Dann ist er hier auch nicht mehr so eingequetscht. Dann kann ich vielleicht sogar den Kamin da ein bisschen rüberschieben. Ah, passt immer noch nicht hundertprozentig, aber sieht unter dem Spiegel schon besser aus. Bloß die Treppe, wo baue ich die denn hin? Das Bad lasse ich erstmal so, das kleine Loch. Hier muss ich noch einmal kurz die Wand wieder tapezieren. Zack. Weiß gar nicht, was da für ein Fußboden drin ist. Küche kommt gleich noch extra. Warten, lasse ich erstmal so. Wo ist denn das Bild geblieben, was hier hing? Habe ich jetzt bestimmt im Haushaltsinventar, ne? Jo, beide Bilder. Das eine Bild kommt hier wieder ran. So, die Lampe hänge ich mal kurz ein bisschen mittig. Jo, das geht.
Und das Große, was hier hing, kann da eigentlich auch wieder ran. So. Ja, guck mal, da siehst du da schon viel schöner aus. Bloß die Treppe. Das, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie von außen Treppe noch umkriege oder so. Hier drinnen passt das einfach nicht. So, dann machen wir mal die Wände wieder aus. Das Wohnzimmer möchte ich mich gerne oben haben. Aber, na, Küche kann ich ja nicht erst machen, wenn ich das Wohnzimmer oben habe. Das hier steht ja im Weg. Aber ich kann sie zumindest schon tapezieren. Dip, dip, di, dip, di. So, dann guck ich mal, was gibt's denn Schönes? In der Küche hätte ich eigentlich gerne, naja, nicht jetzt überall Fliesen, aber zumindest im Kochbereich. Mauerwerk, wo sind denn die Fliesen? Da. Was gibt's denn so für schöne Fliesen? Sind ja, Alter, das ist eine Fliese hässlicher als die andere. Mäh. Knorprige Klebe. Sag mal, das sind doch keine Fliesen. Ist das euer Ernst? Na gut, die Farben kann man ändern, aber... Ist das jetzt echt euer Ernst? Ah Gott, das passt doch schon eher zur Küche. Aber wenn es geht in einer anderen Farbe... Also eine schwarze Küche hätte auch was, ne? Wäre modern. Aber naja, das ist mir doch schon ein bisschen zu... Ah, ich tendiere echt zur schwarzen Küche. Sieht zumindest hier... Ich will jetzt gar nicht die gesamte Küche. Nur den Kochbereich. So in schwarz? Das hat doch bestimmt was. So. Bis dahin quasi. Ja. Der Rest kommt in einer anderen Farbe. Aber besser gesagt, der Rest soll nicht unbedingt in Fliesenoptik. Paneele, wie wird das denn aussehen? Nee. Nee. Das geht gar nicht. Holzsparren, Wandverkleidung. Ah, nee. Ah, das kam aus diesem bulligen Maßboden. Das ist auch nicht so das Richtige. Nee. So weit dürfen wir es nicht kommen sollten. Ah, aber so Holz hätte was. Genau wie das hier. Natürliche Kurven. Bloß, wenn es geht, einen etwas helleren Farbton. Ich mag gerne immer so helles Holz. Dann aber vielleicht lieber doch das. Aber im hellen Farbton. Ja. Dass es ein bisschen so eine gemütliche Küche wird. Ja, das gefällt mir sogar sehr gut. So, die Fliesenoptik soll natürlich hier bleiben. Aber hier müsste der noch. Zack, zack. So. Ja, guck mal, da haben wir eine richtig schöne gemütliche Küche. Lampe ist hier. Fernsehen, das kommt nach oben. Ja. Schlafzimmer lasse ich auch erstmal so. Büro bleibt erstmal so. Schlafzimmer ist sogar relativ gemütlich geworden. Hier kommt wahrscheinlich... Hier soll die Sitzecke hin. Mal gucken, da mache ich später Bilder drüber. Aber ich muss jetzt mal gucken, wie der Treppe nach draußen geht das überhaupt? Treppe. Ich meine, das geht wahrscheinlich schon. Hier ist ja auch eine, aber... Dann muss das aber eher so eine Art Mauerwerk. Ich meine, in Amerika gibt es ja, glaube ich, auch so Häuser mit so Treppen von außen nach innen, ne? Kann man wieder nicht drehen? Hm? Ist doch doof. Hier wird es ja automatisch klein. Warum? Ich habe gedacht, dass sie vielleicht von hier oder von hier nach oben kommen. Geht aber nicht. Warum nicht? Weil das mit der Treppe habe ich noch nicht so ganz verstanden. Falls es ein Nebenhaus eine Treppe nach oben geht. Ah, warte mal. Jetzt kann man sie hochziehen, oder wie? Nee. Kann sie breiter ziehen, ja, aber nicht hoch. Breiter ziehen geht, aber das will ich gar nicht. Ich will sie hoch haben. Muss ich sie echt so weit wegbauen vom Haus, dass sie nach oben geht? Ist das euer Ernst? Wahrscheinlich, weil sich das hier anpasst. Warte mal.
Der hier müsste einfach mal wieder weg. Wie kriege ich den jetzt weg? Der soll weg. Ich kann den jetzt aber auch nicht da reinziehen. Vielleicht mit entfernen, mal gucken. Ja. Ich glaube, es hat was mit dem Sockel da zu tun. Na, warte mal, so passt das doch. So passt das doch. Vielleicht ein bisschen dicht? Ein bisschen weiter nach da? Alter, das war's doch fast. Verrutscht doch nicht immer. Na? Genau so. Sieht zwar jetzt nicht gerade wunderhübsch aus, wenn wir hier Dreck jetzt eine Treppe neben dem Balkon hat, aber wir ziehen ja später sowieso um. Aber solange wir kein Geld haben, vielleicht breiter? Ja, ist ein bisschen zu breit, ne? Ich glaube, das reicht, das reicht. Was kann man hier noch einstellen? Oh, ist das nicht? Hier geht nichts. Wie müsste man von hier doch jetzt nach oben kommen, oder? Ich hoffe es doch mal. Dass man hier jetzt so reinkommt, so hatte ich mir das gedacht. Wenn ich jetzt mal auf Wände gehe, mal gucken. Hier oben Wände rauf, Zimmer. Ah, ich krieg das Dach aber nicht weg, ne? Ist nicht so einfach hier beim Haus. Nur mal gucken, ich ziehe hier jetzt einmal eine Wand lang. Warte mal, und denn hier so rüber? Ich wollte hier oben ja gerne so ein kleines Vordach behalten. Dass es hier so ein bisschen aussieht, als wenn es an die Wand reingeht. Mir geht es bloß darum, kommen sie überhaupt hier hoch von der Treppe? Ich weiß es nicht. Die Kamera springt hier gerade so ein bisschen blöd, weil sie immer runtersackt. Nicht so weit, mein Freund, nicht so weit. So, bis da. Und dann müsste der... Von hier einmal darüber? Ist das so weit? Na, geht. Dass ich jetzt zumindest schon mal den Umriss hier oben habe. So. Okay, das Dach verschwindet automatisch. Sehr schön. Was wollte ich hier so ein bisschen stehen haben, auch wenn es ein bisschen merkwürdig aussieht. Das kann man ja noch alles anmalen. Vielleicht baue ich hier auch noch so eine Art Vordach vor. Das hier kann ja alles so stehen bleiben. Mir geht es jetzt in erster Linie darum. Kommen Sie überhaupt hier hoch? Hier müsste denn natürlich eine extra Tür rein. Was nehmen wir denn da mal so Schönes? Na, nicht gerade eine Toilettentür. Irgendwas Kleines. Zum Beispiel, das passt doch. Darum geht's mir. Passt das hier oben rein, so bevor ich jetzt weiterbaue? Sieht zwar jetzt noch nicht wirklich schön aus. Darum geht's mir. Kommen die Sims hier oben rein? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Mal sehen. Das ist nämlich das, was ich wissen möchte. Ist zwar nicht die feine englische Art. Ja, es geht. Sehr schön. Natürlich komplett leer hier oben die Bude. Okay, dann passt es, dann passt es. Dann kann ich weiterbauen. Denn würde ich hier gerne so einen kleinen Flur haben, ehrlich gesagt. Und zwar... Warte mal. Ja, die Tür muss da sitzen bleiben. Damit es ein bisschen symmetrisch ist, aber das wird zu breit für den Flur. Quasi einmal hier so durch. Muss mal gucken, als ich später irgendwie das Dach wieder hinkriege. So, das soll so ein kleiner Flur werden. Und hier oben soll denn... Na, wie soll ich das sorgen? Hauptsächlich das Wohnzimmer hin. Damit unten die Küche komplett frei ist. Ich möchte hier gerne aber auch so einen kleinen Fitnessraum mit reinhaben. Für Summer. Deswegen werde ich das wohl jetzt mal unterteilen. Hier so. Bin zu weit, ne? Nee. So. Dann wird das größere hier das Wohnzimmer. Das hier der Fitnessraum. Was nehme ich denn da mal an Türen? Ich nehme die da. So, Fitnessraum. Wohnzimmer. So in etwa. Ja, es geht ja nicht anders. Gut. Machen wir erstmal das Wohnzimmer. Was nehmen wir denn da für schöne Tapeten? Da möchte ich schon gerne Tapeten haben. Auch wenn wir dann nichts Hübsches haben, ehrlich gesagt. Aber... Vielleicht mal etwas so altmodisches.
Zum Beispiel sowas in der Art. Ah, gibt es ja auch so viele verschiedene Farben, ne? Ah, nicht um den Rosa. Auch nicht um den Rot. Ah. Na gut, hier oben fehlt natürlich noch. Das ist mir zu viel Paneele, das ist ehrlich gesagt. Ah, nee, das ist auch nicht alles nicht so das Wahre. Die haben hier einen Tapetengeschmack, das ist zum Weglaufen. Das passt eher zum Fitnessraum, aber nicht unbedingt ins Wohnzimmer. Drollige Dinos, das ist eher Kinder. Was haben wir denn noch hier so? Ah, wenn ich diese Streifen hier nehme. Auch nicht so das Wahre, ne? Hey. Aber man kann ja auch so ein Wohnzimmer so ein bisschen in Maueroptik machen, ne? Wie zum Beispiel, guck mal, sowas finde ich persönlich auch immer ganz hübsch. Wenn man da dann mal den ganzen Raum macht, guck mal. Das sieht doch eigentlich für ein Wohnzimmer schon recht gemütlich aus, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ja. Fußboden denn noch? Ich mache erstmal das Wohnzimmer, uns geht so langsam das Geld aus. Deswegen Stück für Stück. Da kommt denn aber ein schöner Teppich rein. Im Wohnzimmer ist Teppich immer schon gemütlich. Teppich, da ist Teppich. Fußabtreter. Oh, da gibt es doch bestimmt eine andere Farbe, ne? Ah. Vielleicht ein Rot? Ah, eher schon in Blau. Hm. Sehr schön. Ja. Das wird in das Wohnzimmer. Hier kommen dann quasi die Möbel von unten rein. Mal gucken, ob ich das so umstellen kann. Einmal runter. Ich meine, wir haben ja eh noch nicht viel. Jetzt sitzen die da drauf. Ich glaub's noch nicht. Das Sofa muss mit, Jungs. Oder Mädels. Fallen die eben gleich zu Boden. So, mal gucken, wie ich das am besten mache. Hier so eine... Einmal drehen. Ja, es kommt später auch noch eine neue Couch. Ich hätte ja gerne so eine Eckcouch. Ich stelle die jetzt erstmal da hin. Da kommt dann so ein kleiner Schrank hin. Ich werde hier noch eine Couch hinstellen. Dann kommt hier so der Fernseher so hin. Eins nacheinander, das wird sonst zu teuer. Hier, du kommst hoch. Erstmal stelle ich den hier vor. Natürlich wird das noch dekoriert. Das bleibt ja nicht so. Ah, warte mal, der steht ein bisschen so. So steht er besser, ne? Jo. Hier oben müssen ja auch noch Fenster und sowas rein. Das kommt alles. Ich wollte ja erstmal gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert. So, gestaltete Zimmer. Ich will jetzt kein ganzes Zimmer hier reinbauen. Ich brauche eigentlich nur Lampen. Lampen. Deckenlampen? Wo sind die Deckenlampen? Da. Ja, gut. Das ist aber das Problem hier. Eine Lampe zu finden und bei Lampen... Das habe ich auch in Wirklichkeit so. Ich kann mich bei Lampen einfach nicht entscheiden. Ich weiß nicht, warum. Das Himmelsauge. Ich finde, sowas ist eher was für Schlafzimmer. Ich hänge da erstmal eine ganz normale Hängelampe rein. Hauptsache, da ist Licht in der Bude. Aber die hängt nicht mit dir. Die hängt definitiv nicht mit dir. Ja, die hängt immer noch nicht ganz mit dir. So hängt sie mit dir, ne? Jo. Gut, das ist erstmal das Wohnzimmer. Das wird hier alles noch weiter dekoriert, auch von außen und so weiter und so fort. Mir ging es erstmal jetzt darüber, um die Küche freizukriegen. Da oben soll vor allen Dingen... Oh, bevor ich es vergesse. Bevor ich es vergesse. Ich glaube, ich werde das Wohnzimmer ein kleines Stückchen kleiner machen. Ein Kinderzimmer. Damit wir uns hier mal vermehren können. Aber eins nach dem anderen. So, Küche hatte ich schon Wände gemacht. Ne, ja. Sehr schön. Den möchte ich hier nämlich, damit hier mal ein anständiger Tisch reinkommt. Warte mal. Objekte noch Zimmer. Küche, genau richtig. Bauhocker, ich will jetzt keine Bauhocker hier. Esszimmer? Schlafzimmer? Wohnzimmer? Esszimmer? Genau, ich will einen anständigen Tisch. Hier sind aber viele Tische. Megatisch. Zeichentisch. Die Beständigkeit. Ganz normalen, einfachen Esstisch. Tisch für draußen. Gibt's sowas?
Weiße Esstische die ganze Nacht. Also erst zum Feiern, ne? Esstisch, alles easy. Musikaler Klassiker. Oh, gut, der ist jetzt nicht ganz so hübsch. Moderner Esstisch Millennium. Ah, modernes. Ja, was ist denn das, ein Tisch? Bauholz-Esszimmertisch. Bauholz, echt. Esstisch mit Läufer und Geländer für Weihnachten. Ah, für Weihnachten, okay. Rikitz-Tisch? Aber was haben die denn hier für Tische? Zeichentisch, Essen und Recyceln. Eindringling vom Mars. Alter, was? Hier sollte eigentlich ein etwas größerer Tisch hin. Ah, obwohl zu groß Post hier gar nicht, ehrlich gesagt. Warte mal, wenn ich erstmal, um ein bisschen Geld zu sparen, den guten Tisch hier behalte und den hier einfach... Was steht denn da im Weg? Da steht Essen im Weg, ich glaub's ja nicht. Warte mal. Passt du nicht mehr? Doch. Ist das euer Ernst? Nimm mal die Schüssel hier weg. So, wo ist meine Kaffeemaschine schon wieder? Sehe ich gerade. Ich den hier so in die Ecke stelle... Man, das nimmt hier schon gut Platz weg, aber die kommen vorbei, ne? Und dann werde ich vielleicht diese Ecke mal gucken, mal gucken. Küche kommt definitiv auch noch eine neue. Mülleimer. Ehrlich gesagt kann hier erstmal der Mülleimer hin. So. Dann steht da zumindest in Reichweite. Dass der so weit wegstehen muss? Nee. Ein bisschen dichter rangeht, gut. Gut, gut, gut. Dann mal kurz die Wände anmachen, damit wir hier noch ein bisschen Deko rankriegen. Zum Beispiel Fensterbehänge für Esszimmer. Was haben wir denn hier so Schönes? Ja gut, passt jetzt nicht so ganz wegen dem Stuhl, ne? Und sowas hier in der Art? Ah, ist viel zu groß, viel zu groß. Vielleicht ein bisschen kleiner? Passt auch nicht? Passt hier alles nicht, deswegen dem Stuhl, ne? Weil der Stuhl so dicht dran steht. Ah, der passt. Aber ehrlich gesagt sieht das scheiße aus. Das sind doch nicht alles hier Esszimmergardinen. Ah, guck mal, das reicht doch hier. So einfache normale Gardinen vom Fenster. Genau wie hier. Zack, zack. Guck mal, schon viel, viel hübscher. Das passt doch schon viel besser. Gut, dann gucken wir mal nach... Gemälde und Poster, irgendwas für die Küche. Für die Küche, ja, wie sowas, Tasse Kaffee zum Beispiel. Gibt es da noch mehr sowas in die Richtung? Mal gucken. Aber ganze Folge nur im Dekorieren hier, du. Aber gut, muss auch mal sein. Ist das? Poster, antike Patente. Naja, ist nicht so doll hier, ne? Ich hab gedacht, da gibt's vielleicht sowas wie Coffeeshop-Bilder oder sowas. Aber offensichtlich nicht. Zumindest sehe ich hier nichts. Das Dors, Spitzenidee, architektonische Studie römischer Tempel, Nespas Unibot, oh Gott, Gott, irgendwas Wornisches, Wandgraffiti, was ist das? Logo-Wandschild. Kühnheit, Gebirgsfrieden, Weltraumwolke. Ja, gibt's offensichtlich nicht. Aber vielleicht bei Küche. Über Küchendeko mal gucke. Gibt es überhaupt Küchendeko? Lampen? Zimmerpflanzen? Das sind Gardinen? Verschiedene Deko? Ja gut, das ist Küchendeko, aber... Finde ich da jetzt auch Bilder mit zwischen? Was ist das? Benny Bones. Benny Bones, okay. Ah, wir haben hier so Schilder. Ladenschild, ja. Aber das sind eher so Schilder zum Hinstellen. Ich hätte gern was für die Wand. Ladenschild vermöbelt. Entschuldigung. Ja, so richtig Bilder für die Wand finde ich nett, ne? Geschäftsbühnenbild. Ah, das ist ja wieder für die Promi-Sachen. Schild, was geht ab? Das ist ein großes Schild, was geht ab? Das ist zu groß. Viel zu groß. Ah, ist nichts, alles nicht so das Wahre.
Reichtum des Mondesumschläge. Miniaturplakatwand. Da müsste ich wohl mal wieder bei Esszimmer gucken. Fisch des Tages, Fisch des Tages. Naja, Fisch ist zumindest schon mal Essen. So ein Fisch des... Alter! Das ist ein bisschen zu groß, das Gute. Alter, die werden ja immer größer, die Bilder. Gibt's hier auch irgendwas, was einigermaßen vernünftig... Doppelte Portion. So. Was haben wir hier sonst noch? Schildhart Steuerbord. Ah, das sind eher so Kinderzimmerbilder hier. Obwohl Zitronenzweig. Oh, das ist aber niedlich. Das ist aber niedlich. Ja gut, an die Fliesen will ich kein Bild haben. An Fliesen gehört kein Bild. Ich will eigentlich noch hier was hin haben. Aber man jetzt so was Kleines. Vielleicht ein Kalender oder so? Kalender 6 Tage mit Haustieren? Was haben wir denn sonst noch so Schönes? Kinderposter, Erziehung und Laser. Wandtattoo, Schneeflocke. Adoptiere ein Tier? Das ist ja alles eine Poster-Teenager-Idol. Naja, nicht unbedingt in der Küche, ne? Nicht unbedingt in der Küche. Hillcock, das passt ins Gaming-Zimmer. Bannbrötchen. Naja, Brötchen? Das ist ziemlich groß. Ah, aber warum das? Gut, dann hätten wir das auch. Lampe haben wir hier auf. Warum ist es hier so dunkel, wenn ich das mal so sagen darf? Fleuchsdelle hier, Lampen. Was ist denn das? Wanddeko? Sag mir jetzt bitte nicht, da ist das, was ich gesucht habe. Nee, das sind eher so andere Sachen. Gut, eins nach dem anderen. Doch, tatsächlich. Kreidetafel und genau sowas habe ich gesucht. Der will mich doch veralbern. Aber gut, hier muss ja auch noch was an die Wand. Ich mach mal kurz die Wand. Guck mal, wer da schon wieder am Anmarsch ist. Miss Stalkerin. Hier, dann hänge ich hier so eine Kreidetafel ran. So. Ich hätte gerne hier für die Ecke so eine kleine Stehlampe oder sowas. Wenn es sowas gibt, was passend zur Küche ist. Oder zum Esszimmer. Schon nicht nett, ne? Mini-Leuchtbium. Das passt nicht so wirklich. Das passt nicht so ganz. Dienstlampe. Ey. Das Ganze ist immer Stehlampe Trickbetrüger. Ah ja, eine sehr große Lampe. Stehlampe mittelalterliche Feuerschale. Was haben wir hier noch so alles? Das sind wieder Hängelampen hier. Das sind also Tischlampen, ne? Mega Stehlampe. Das? Feiertagsfichte. Das ist ein Tannenbaum. Genau wie hier. Weihnachtsbaum. Ja gut, wir haben zwar gerade Weihnachten, aber... ist nun nicht so ganz das Richtige. Stehlampe für Kinder. Sonnenanbeterlampe. Eine Lampe namens Claudine. Stehlampe mit Lumpenlumitat. Ja, sowas in der Art wollte ich hier erstehen, so haben so. Hier noch ein bisschen zusätzliches Licht ist hier für die Essecke. So, ich glaube, das reicht auch erstmal für den Anfang. Natürlich muss da noch viel, viel gemacht werden. Aber für den Anfang... Oben ist ja auch noch nicht fertig. Ich glaube, oben werde ich nochmal umbauen müssen. Weil ich wollte zwar so einen kleinen Fitnessraum für sie haben. Oder ich mache hier so ein kleines Kinderzimmer rein. Aber dann muss man ja jedes Mal durchs Kinderzimmer latschen, um ins Wohnzimmer zu kommen. Dann baue ich die Tür von hier um. Aber man kann ja zwei Türen machen, ne? Eine von hier, eine von da. Das geht auch. Dass ich quasi hier nochmal... Ich muss noch einmal darauf... Wände... Ist halt ziemlich beengt, das Haus. Hier noch einmal durchziehen. Zack. Tür kopieren, wenn es geht. Hey, du sollst ja nicht den Beton kopieren. Ich mach mal Wände an. Du solltest die Türen kopieren. Kopieren. So. So, hier einmal eine Tür rein. Und dann machen wir hier auch einfach nochmal eine zwischen, auch wenn es nicht schön aussieht. Aber es gibt ja auch Zimmer, die mehrere Türen haben, ne? So. Dann können wir hier nämlich noch so ein kleines... Für den Anfang reicht das ja, bis wir später umziehen. Kinderzimmer rein. Mit dem Dach und so muss ich mich nochmal beschäftigen. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie das geht. Bringen wir aber alles hin. Erstmal runter.
Dann sind wir aber auch für heute am Ende. Wir sind ja mittlerweile bei 45 Minuten, weil ich hier so lange rumgebaut habe. Aber es ging ja nicht anders. Ups, das war Keller. Das war Wukelle. Muss ja auch gemacht werden. Zumindest haben wir jetzt eine schönere Küche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis morgen.